Hallo, ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, dein Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Ich bin Tina Schwarz und heute folgt die dritte Folge aus dem Dreier-Gesundheits-Special. Die dritte Folge, die in Zusammenarbeit mit der Agile Haustierversicherung entstanden ist. Diese Folge mit dem Thema, wie du die Gelenke deines Hundes durch Fütterung unterstützen kannst, ist ein Sponsoring der Agile Haustierversicherung. Die Agile Haustierversicherung bietet mit ihren Tierkrankenversicherungen flexiblen und individuellen Versicherungsschutz für Hunde und Katzenhalter und schützt so vor finanziellen Belastungen im Fall der Fälle, die, uns schon öfter begegnet sind durch die Gesundheit der Hunde. Verschiedene Operationen, Kreuzband, OCD, ich will es gar nicht alles aufzählen. Ich selbst habe für meine Hunde einen OP-Kostenschutz abgeschlossen, der dieses Jahr auch bereits zweimal zum Einsatz gekommen ist. Wenn du mehr zur Agila Haustierversicherung wissen möchtest, findest du auf www.agila.de/podcast alle Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Versicherung. Und in der Folge heute habe ich eine Interviewpartnerin zu Gast, die einfach Expertin auf dem Gebiet der Fütterung ist. Ich selbst habe bei Fütterung durchaus ein mittelmäßiges Wissen, aber definitiv nicht so, dass ich dich dort so intensiv oder so expertenhaft unterstützen könnte, wie die liebe Barbara Zimmer. Barbara Zimmer spricht mit mir darüber, was es überhaupt so für Fütterungsmöglichkeiten gibt. Wir gehen so ein bisschen auf Vor- und Nachteile ein und dann gibt es 3 Top-Tipps zur Fütterung, um die Gelenkfunktion zu unterstützen. Und ich weiß gar nicht mehr, wir haben auch noch diverse Bonustipps dann irgendwie besprochen. Also du kriegst ganz, ganz viele Tipps. Vielleicht nimmst du dir Zettel und Stift und schreibst es dir mit, um die Gelenke deines Hundes bei Erkrankung oder als Vorsorge zu unterstützen. Hallo Barbara, super schön, dass du dabei bist zur dritten Folge im Gesundheitsspecial zum, wie ich finde, absolut wichtigen Thema, was nicht fehlen darf in dieser Dreier-Serie zum Thema Fütterung. Ja. Hallo Barbara. Hallo Tina, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gern. Erzähl doch mal, dass einfach die dir zuhören, wissen, wer du bist und genau, und wie du so zur Fütterung gekommen bist, warum Fütterung so dein Spezialgebiet ist einfach, genau. Leg mal los. Ja, ich leg mal los, genau. Also ich bin die Barbara. Ich bin Ernährungsberaterin für Hunde und natürlich auch Hundemama. Und die Fütterung ist so mein Steckenpferd. Ja, eigentlich erst seitdem ich die Numa habe, also meinen aktuellen Hund. Bei der wollte ich einfach alles richtig machen und habe mich da eingelesen in die Ernährung und habe festgestellt, dass das eine Stellschraube ist, die wahnsinnig viel Potenzial hat. Und das fand ich so spannend, dass ich mich da voll hintergeklemmt habe. Ja, und seitdem ist das total mein Steckenpferd. Also genau, und ja gar nicht mehr nur reingelesen, ne, sondern ja tatsächlich die Ausbildung auch bei der Swanee gemacht. Genau, die Ausbildung gemacht bei der Swanee, genau. Cool. Ja. Und seitdem bin ich immer alles am Aufsaugen, was irgendwie mit Ernährung zu tun hat. Ne? So nach dem Motto, du bist, was du isst oder auch, was ja. Du isst, wird ein Teil von dir. Finde ich ganz spannend. Ja. Ja. Cool. Ich finde das ja immer super spannend. Ich habe bei Fütterung ja so grundlegende Kenntnisse, aber irgendwie Futterpläne erstellen oder sowas könnte ich gar nicht. Das ist geht definitiv über meine Fähigkeiten hinaus. Deshalb finde ich das immer spannend, wenn jemand dort sich so super gut auskennt einfach und da das alles auch ausrechnen kann. Und das sind ja so viele Mini-Teilchen, ne, die man da einfach so beachten muss tatsächlich. Das ist echt extrem spannend. Ich empfehle es auch immer jedem, sich eine Ernährungsberatung zuzulegen sozusagen, also eine Ernährungsberatung für den Hund zu machen und am besten auch sogar noch für den Menschen, ja, im besten Fall. Ja, damit man da wirklich auf die individuellen Bedürfnisse eingehen kann. Bevor wir in das Thema Gelenke einsteigen, wäre es irgendwie schön, wenn du so die grundlegenden Fütterungsarten vorstellen würdest. Es gibt ja so mehrere Möglichkeiten, wie ich einen Hund so füttern kann. Die haben ja alle auch irgendwie Vor- und Nachteile. Ja, mittlerweile gibt es ja so einen richtigen Dschungel an Fütterungsarten und noch größeren Dschungel an Fütterungsmitteln. Mhm. Aber man kann es so ganz grob, glaube ich, unterteilen in Fertigfutter. Und das ist dann wieder in Trockenfutter und Nassfutter unterteilt. Da gibt es natürlich auch eine halbe Million Varianten. Ne? Spezialfutter und halb trocken, halb feucht, soft,
mit oder ohne Getreide. Also da gibt's, das ist so der richtige Dschungel eigentlich. Dann gibt es die Variante Frischfütterung kochen, wo ich alles selber in der Hand habe, sozusagen, was denn in den Hund reinkommt. Da gibt es auch verschiedene Modelle, Barfen. Da gibt es ja noch Prey. Weiß nicht, kennst du das? Ja, finde ich Prey. aber komisch. Ganze, diese ganzen, also wirklich Beutetiere füttern und nur alle 2 Tage. Ich finde es auch strange, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin dann eher so der Barfer. Ich auch. Ja. Erwähnt könnte man noch eventuell dann die vegetarische, vegane Ernährung, die scheidet aber also eigentlich bei mir aus, Bei weil mir das auch. einfach nicht Also bei mir nicht. hundegerecht ist. Bei mir Nee, nicht. beim Hund, Bei für meinen den Hunden Hund. schon, genau. Genau, für den Hund, Ja, wohlgemerkt, ja. genau. Ja, bei Genau. mir auch, ja. Die Vorteile vom Fertigfutter, mal ganz schnell, naja, es ist fertig. Ne? Also ich mache eine Tüte auf oder eine Dose auf, messe die angegebene Menge ab und gebe sie meinem Hund und wiege mich in dem Glauben, dass er dann alles hat, was er braucht. Ja, bietet So. auch Sicherheit, ne? So ein Sicherheitsgefühl. Genau. Ja, total. Genau, ich brauch nicht viel selber zu rechnen oder auf wahnsinnig viele Sachen achten. Kann so ein bisschen was abgeben, weil es ist ja schon von irgendeiner großen Firma, also es wird ja durchaus auch geprüft, so ist es ja nicht. Ja, aber ich gebe halt auch einen Haufen Verantwortung in dem Moment ab und habe wenig Einfluss auf Qualität und eben, was ich da eigentlich füttere. So. Und es ist halt auch sehr unüberschaubar. Das ist so ein Nachteil. Es gibt so viele Varianten. Und es ist nicht immer ganz klar, ob die denn jetzt auf meinen Hund dann passen. Und teilweise sind die Zusammensetzungen auch aus ernährungsphysiologischer Sicht etwas fragwürdig. Gruselig. Ja, Man kann es gruselig nennen. und die Deklaration, also ich sehe das teilweise nicht. Ich sehe das teilweise nicht. Die Deklaration, da steht so, ich sag mal, außen drauf steht 40% Entenanteil und dann ist aber tatsächlich sind da ein paar Prozent Entenproteine herausgelöste und der ganze Rest sind irgendwelche fleischlichen Nebenprodukte, wo noch nicht mal angegeben ist, welche Tierart oder sowas. Das kann natürlich bei Allergikern dann sehr schwierig werden. Ja. So, das ist ein ganz großer Nachteil vom Fertigfutter, dass ich eben keine Kontrolle darüber habe, was in den Hund hineinkommt. Und die wollen auch alle Geld verdienen. Da, ne, muss man gucken, wie ist da die Qualität? Das kann ich überhaupt nicht überprüfen. Da muss ich mich auf den Hersteller verlassen. Ja. Das ist dann ein großer Nachteil von sämtlichen Fertigfuttern, ob das jetzt Trocken- oder Nassfutter ist. Ich finde, das kann man gut auch auf den Menschen übertragen. Ne? Ich kann, also da ist die Deklaration besser. Das ist ja Fakt. Muss ja auch besser sein. Da gibt es ja andere Richtlinien. Aber ansonsten ist es da halt auch so. Ich kann natürlich mir was Fertiges holen, aber ich gebe Kontrolle ab. Ich weiß nicht teilweise, außer ich lese das halt genau, ne? Aber was für Gewürze oder so. Aber selbst da, wenn ich mir manche Sachen angucke, steht da total kryptisch drauf, was für Stabilisatoren da drin sind oder für Es oder so. Ich habe ja keinen Schimmer, was sich dahinter Genau. verbirgt. Ne? Ich gebe halt mega viel Kontrolle ab und gehe davon aus, wenn das hier im Regal steht und ja auch in der Werbung schön präsentiert wird und so, dann wird das was Gutes sein. Das wird mir schon nicht schaden und dann kaufe ich das halt, gebe natürlich aber ultra viel Kontrolle ab. Ja, Ja, absolut. genau. Es ist absolut vergleichbar. Oder eben auch teilweise mit dem Fast Food. Ja. Ja, also es gibt durchaus auch Hunde-Fast Food. Die fressen das vielleicht sogar noch gern, weil es halt mit Geschmacksverstärker ist. Oder teilweise ist Zucker drin und so ein Zeugs. Und ich frage mich echt, was hat denn Zucker im Hund verloren? Also jetzt Industriezucker. So. Ja, da sollte man sich vielleicht Gedanken drüber machen. Ja. Also, ob dieses Nutzen-Risiko, sage ich mal, abwägen. Es ist schön bequem, ja, aber ist es das Beste für meinen Hund? Oder es gibt immer Situationen, die das mal nötig machen, dass man auf ein Fertigfutter zurückgreift, aber wenn es irgendwie möglich ist, würde ich immer die Frischfütterung oder eben dann kochen, falls es frisch nicht geht, bevorzugen, weil ich alles in der Hand habe für meinen Hund und das bin ich meinem Hund einfach schuldig. So sehe ich das. Ja. Ja. Also mein Hund hat verdient, die bestmögliche Fütterung zu bekommen. Also ich glaube sogar, dass mein Hund besser ernährt wird, als ich mich ernähre, Das haben wir stellenweise. früher auch so. Inzwischen nicht mehr. Inzwischen ernähren wir uns alle sehr Ich gut. arbeite dran, aber ich glaube tatsächlich, dass sie nur mal gesünder ernährt wird, als ich mich
zumindest phasenweise ernähre. Ja, ich finde das einfach wichtig. Für mich persönlich war das schon immer sehr wichtig, weil mein Hund nicht selber entscheiden kann, was in seinen Napf reinkommt. Der ist darauf angewiesen, dass ich mich darum kümmere quasi. Ne? Ja. Deshalb war mir das immer wichtig, da das Optimale, also das zu finden, was ihm am besten tut. Da geht es nicht darum, was ist das Teuerste oder was ist Premium oder so, sondern einfach das, was ihm am besten tut. Und das heißt ja nicht, dass ein Hund mit einem Fertigfutter oder was auch immer für ein Futter, ne, nicht auch alt werden kann. Darum geht es ja gar nicht. Nee, genau, darum geht es nicht. Die Frage ist halt, ginge es ihm mit einem anderen Futter nicht vielleicht noch besser? Das ist ja so das. Ja. Ne? Bei uns ja auch. Das heißt ja nicht, dass wenn ich, also das ist jetzt ganz subjektiv, ich jetzt, ja, dass wenn ich jeden Tag Brötchen esse, dass ich deswegen nicht alt werden kann. Ja, wenn ich jeden Tag Weizen esse, dass ich dann nicht alt werden kann. Aber Fakt ist, ich persönlich, jetzt wirklich ich mit meiner Verdauung, wenn ich nicht jeden Tag Weizen esse, sondern eher wenig bis kein Weizen esse, geht es mir besser. Ich bin wacher, ich bin aktiver, ich fühle mich nicht so schwer. Ne, mir geht es einfach besser, also verzichte ich drauf. Und das bin ich meinen Hunden einfach schuldig. Also ich, ne, auch meine subjektive Meinung, ich bin es meinen Hunden schuldig, dort einfach mich drum zu kümmern, dass das Essen sie ernährt und nicht sie erhält sozusagen. Genau, das ist so sehe ich das auch. Und das ist auch für mich, das heißt ja Ernährung und nicht Erhaltung. Oder Überlebung. Was auch immer. Genau. Es gibt zwar einen Erhaltungsbedarf und wenn wir da jetzt in die Fachbegriffe da einsteigen, aber es ist einfach. Ich finde es auch extrem wichtig, der Hund kann, genau wie du sagst, der kann sich das nicht aussuchen, der kommt da in mein Leben, das habe ich ja auch bestimmt. So, und dann, weil ich jetzt vielleicht das schön bequem finde und dann ruppe ich da jeden Tag die Tüte auf und der kriegt jeden Tag das gleiche trockene, extrudierte Futter. Kein Mensch käme auf die Idee, sich selber jeden Tag von den gleichen Cornflakes zu ernähren, die vielleicht, ne, selbst wenn die alles enthalten, was lebensnotwendig ist, selbst die Astronauten kriegen irgendeine gekochte Pampe mit da hochgeschickt, weil sie nicht diese Tablettchen essen wollen monatelang. Ja, ja, die kriegen tatsächlich püriertes Essen mit, ja, damit die verschiedene Geschmäcker haben und eben, die könnten ja auch irgendeine Nährlösung dazu sich nehmen. Ja, und da sind wir jetzt sogar, da schweifen wir jetzt gerade voll ab, aber wir so ein bisschen beim Thema Enrichment und Reizstimulation und so, dass das Gehirn und die Geschmacksnerven sich wieder mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen können. Das hat viel mit Wohlbefinden zu tun tatsächlich, dass ein Hund nicht jeden Tag das Gleiche essen muss, bei Menschen genauso. Ja. Ja. Okay, dann wird sich voll abschweifen hier wieder in Abrichtung. Zurück. Genau, hole ich uns mal zurück. Und du hast ja jetzt schon gesagt, du barfst. Ich barf auch. Und das ist ja auch das, glaube ich, wo du die Futterpläne machst, ne? Barf und Kochen. Ja, hauptsächlich, genau. So, genau. Ja. Wo sind denn beim Barf die Vor- und Nachteile? Und was ist Barf überhaupt? Barf ist, wird nach, also ist eine Rohfütterungsart nach dem Beutetierprinzip. Das heißt, ich teile verschiedene Futterkomponenten wie Muskelfleisch, Pansen, Innereien, Knochen. Die teile ich in etwa so auf, wie ein Beutetier prozentual eben auch aufgeteilt wäre und versorge den Hund so möglichst nur über die natürlichen Komponenten mit allen Nährstoffen, die er braucht. Also Barf verzichtet weitestgehend auf irgendwelche Pülverchen, wenn der Hund gesund ist. Das Einzige eigentlich. Und wenn es Pülverchen gibt, dann ist das ein natürliches Pülverchen. Ich sag mal jetzt, der Klassiker ist ja die Seealge zur Jodversorgung, weil es einfach über Kehlkopf ja nicht steuerbar wäre. Das kann man nicht messen, wie viel Hormon und Jod und so kommt dann in den Hund. Deswegen wird das eben nicht gefüttert. Und dafür gibt es dann halt die Alge, weil das kann man schön ausrechnen. Und dann hat man auch den Jodbedarf, der ja wichtig ist. Ja, die Schilddrüse greift ja in alles ein, in alles perfekte Vorgänge, dass da auch alles schön flutscht und schön rund läuft. Das ist so das Pülverchen, was jeder Barfer, glaube ich, kennt. Ansonsten ist das eben Vitamine und Mineralstoffe kommen über die Futterkomponenten in den Hund und nicht über einen künstlichen Zusatzstoff. Mhm. Also Calcium zum Beispiel über Knochenfütterung. Die Vitamine und Mineralstoffe hauptsächlich über die Innereien, Proteine übers Fleisch. Enzyme über Pansen. Kohlenhydrate? Kohlenhydrate über Obst- und Gemüseanteil hauptsächlich. Ja, genau. Und Ballaststoffe? Auch Obst und Gemüse. Mhm. Genau. Denn die sind wichtig für die Dickdarmverdauung. Mhm.
Also manche Leute denken ja, das Obst und Gemüse ist für die Vitaminis da. Ja, Ist habe es ich früher aber auch mal gar nicht. gedacht. Ja, ist es tatsächlich gar nicht. Die Vitamine werden hauptsächlich über die Innereien, also die Leber ist ja da, der große Lieferant an allen wichtigen Stoffen. Der Obst- und Gemüseanteil, der ist für die Ballaststoffe da, die der Dickdarm braucht zum Fermentieren. Und bieten natürlich auch etwas Kohlenhydrate und auch einen kleinen Anteil natürlich an Zucker, wenn man Obst drin hat. Ne? Was ja auch wieder Kohlenhydrate dann ist. Genau, ist ja kein Industriezucker, sondern Fruchtzucker und der ist ja Genau. immer noch Zucker, aber wird ja anders verstoffwechselt, also Und verdaut. wenn man jetzt einen Hund hat, der entweder sehr viel Leistung bringt oder der das einfach, das muss man, ist es halt dann die individuelle Planerstellung. Es gibt Hunde, die besser oder gesünder sind, wenn man einen gewissen Kohlenhydratanteil fährt. Ne, den kann man dann ja zum Beispiel ein bisschen Kartoffeln oder Reis oder es gibt ja auch tolle Getreidehirse, Quinoa, Amaranth, sowas. Das kann man dann mit reinrechnen. Das kommt dann aber ist ganz individuell. Was ist das für ein Hund? Wo kommt der her? Da spielt wirklich dann schon wieder die Herkunft, die Rasse ganz viel mit rein, dass Das man habe ich bei schaut. meinen Galgos, ne? Durch die Genau. Windhunde, die brauchen ja tatsächlich eine andere Fütterung, mehr Kohlenhydrate irgendwie als andere Hunde, weil die ja irgendwie mit ihrem weniger Fett und bla bla und was weiß ich alles da. Also Ja, kenne ich mich nicht mit weniger aus. Protein möchten die, glaube ich, ja. Und Genau, dafür weniger kriegen Protein, die, mehr ja. Kohlenhydrate, aber ich will auch nicht zu viel, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich lasse das ja auch Genau, machen. So. sonst schweifen wir auch gleich Ja, wieder ab in ja. die Genau. rassenspezifische Fütterung. Das wollten wir ja auch nicht. Wir wollen auch diese Schublade Nein. heute nicht aufmachen, die wird zu. Genau, das waren ja jetzt so Vorteile vom BAFEN eigentlich, ne? Dass man das so komplett naturnah eigentlich Naturnah, man und hat in sehr der Hand, individuell. ja, und man hat die Qualität in der Hand, weil man muss sich ja Ja. selber um die Rohstoffe kümmern. Das mag ein bisschen anstrengend sein, aber da gibt es auch es gibt gute Gruppen, es gibt gute Netzwerke, wo man sich schlau machen kann. Mittlerweile ist es ja auch relativ salonfähig, das BAFEN. Es ist ja nicht mehr so Ja. exotisch, wie es früher mal war. Und ja, man muss dann auch vielleicht mal einen Fehltritt machen, bis man für sich die optimale Fleischqualität gefunden hat. Und das ist jedem auch, da geht es auch wieder nach Vorlieben vom Hunde, Mensch. Möchte ich das lieber im Internet bestellen? Das ist dann schon schön bequem. Möchte ich durch die Gegend rennen und die verschiedenen Metzger und Schlachthöfe abklappern? Kenne ich Jäger? Kenne ich Bauern? Sowas, Aber ja. das hast du beim Fertigfutter ja auch, ne? Muss ich auch irgendwie 20 Dosenfutter durchprobieren, bis ich mal eins habe, was funktioniert. Also das hast du ja immer, Genau, finde ich jetzt, ja. egal in welcher Fütterung. Ich muss immer gucken, wo bekomme ich jetzt das her, was für uns am besten passt einfach, Ja. ne? Und Aber beim so, BAF. ich habe die Qualität in der Hand. Wenn was nicht Genau. passt, kann ich das relativ schnell austauschen, weil ich eben nicht einen 20-Kilo-Sack da stehen habe, den ich ja dann noch eigentlich gern verfüttern will, weil ich nicht weiß, was ich sonst damit machen soll. Ist es beim BAFEN, wenn was nicht passt, bin ich sehr flexibel. Ich kann sehr schnell reagieren. Und das finde ich, ist ein Riesenvorteil. Ja, absolut. Was sind die Nachteile beim BAFEN? Da muss ich erst mal überlegen. Also, ja, doch, es gibt natürlich auch Die Nachteile. Lagerung. Die Lagerung, genau. Ich muss eine gewisse Kapazität vorhalten können. Ja. Ich habe ein bisschen mehr Arbeit, weil ich ja die Komponenten zu Hause zusammenstellen muss. Mit der Zeit entwickelt sich da, glaube ich, bei jedem so eine ziemliche Entspanntheit, weil man weiß, okay, im Monat muss das in den Hund. Am Anfang ist man dann, sind die Leute oft ein bisschen angespannter und messen das so ganz akkurat ab. Das legt sich aber in aller Regel dann, die Leute werden relativ entspannt eigentlich, finde ich, so ist meine Erfahrung. Wie Ja, ist denn das mit Fertig-BAF? Fertig-BAFE, das ist ein guter Tipp, genau. Fertig-BAFE habe ich noch keins gefunden, was wirklich gut ist. Ich sehe viele, ich werde ja oft gefragt, ja, dann nehme ich eben Fertig-BAFE, wie findest du das? Da gibt es ja auch mittlerweile zig Marken und Anbieter und das Fertig-BAFE kategorisiere ich mittlerweile eben unter Fertigfutter ein. Deswegen, ne, weil es ist ja fertig, ich muss nur jetzt Tütchen aufmachen und die bezahlbar sind, die sind aber leider nicht gut, weil die Zusammensetzung nicht stimmt. Also da sind dann Füllstoffe drin, wie ein zu hoher Lungenanteil oder überhaupt Anteile von sehr bindegewebshaltigen Komponenten, die dann ja nicht ernähren, sondern füllen. Ja, erhalten wieder, So, ne? erhalten, füllen.
Und die auch tatsächlich auch belastend sein können, wenn ich dann einen Hund habe, der vielleicht schon ein bisschen älter ist oder ein bisschen Verdauungsschwierigkeiten hat oder einfach mit irgendwelchen Krankheiten schon zu kämpfen hat. Und dann kriegt er da, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, minderwertiges Fleisch, was sehr bindegewebslastig ist, wie Lefzen, Euter, sowas. Das ist ein Filz, da kauen die mal gern drauf rum, aber das ist nicht zum Füttern gedacht. Ja. Und das wird halt, fertig Barfüß ist fast immer gewolft. Und dann sieht man ja auch nicht mehr, was das ist. Dann ist das halt so ein Hack von irgendwas. Und da kann ich dann auch ganz toll Sachen untermengen. Und ja, Also also man will ja keinem was vor, also hier, ne, unterstellen. nee. So. Aber Nein. man sieht es einfach nicht mehr. Man Man sieht sieht es nicht mehr, was. genau. Man sieht, man kann nicht mehr kontrollieren. Ich gebe wieder die Kontrolle ab. Ich kann nicht Genau, kontrollieren, was da drin ja, ist. genau. Also, genau, ich möchte Ja. genau, wir möchten hier niemandem was Böses unterstellen. Nee, weil es wird auch Nein. wahrscheinlich der Fall sein, ja, deswegen, Nein. Also es ist man gibt ja, seine also Kontrolle ab, es ist einfach, genau. die Fertigbarfe sind in aller Regel sehr, ziemlich gut deklariert. Das muss man mal sagen. Das ist besser als bei manchen anderen Futtern. Mir als Ernährungsberaterin gefällt halt meistens die Zusammensetzung nicht. Für mich kann das halt auch wieder nicht funktionieren, wenn ich mir die Futterpläne meiner Hunde angucke. Die sind halt wirklich total verschieden. Zum einen durch das Alter, zum einen durch die Rasse, dann auch die verstoffwechseln unterschiedlich. Also wo der eine wird so, wie wir Menschen auch, und das Essen nur anguckt so und dann schon zunimmt so ungefähr, kann der andere reinschaufeln ohne Ende und da passiert halt gar nichts, ne? Und der hat dann aber auch noch Hunger. Also wenn er weniger kriegen würde, würde der mehr abnehmen oder hätte Hunger. Und allein deshalb kann für mich so ein Fertigbarf schon wieder nicht funktionieren, weil es einfach nicht passt auf jeden Einzelnen. Genau, es ist einfach, die Individualität fehlt dann. Ne? Ja. Und wir haben ja auch selber drei Hunde und die sind jetzt zwar auch sehr unterschiedlich von Größe und Alter und Gestalt und Ansprüchen, aber da kriegt auch wirklich jeder seinen eigenen Plan. Da wird nicht irgendwie 0815 gemacht, sondern wir portionieren ein bisschen vor. Und da stehen wir halt dann auch mal für die drei Hunde, stehen wir dann auch mal 2, 3 Stunden in der Küche, für dann ordentlich vorzuportionieren. Und dann ist aber jeder Hund seinen Bedürfnissen entsprechend abgedeckt. Und das finde ich halt spannend und toll, ne, dass man das so machen kann. Das ist ein großer Vorteil. Nachteil ist die etwas größere, also ein größerer Arbeitsaufwand, eine gewisse Lagerhaltung muss sein und man sollte sich auch ein bisschen mit den grundsätzlichen Sachen der Verdauung und wie das Bar funktioniert, sollte man sich schon auseinandersetzen, auch wenn man nur, ich sag mal, nur der Kunde ist, aber trotzdem, das gehört einfach dazu. Auch die Ernährungsberater erklären das auch super. Ich finde, das gehört auch dazu. Also meine Leute, die kriegen immer noch ein Infopaket zu dem ganzen Drumherum, damit sie verstehen, warum machen wir das so? Warum ist jetzt mein Hund, kriegt genau diese Komponenten und der zweite Hund im Haushalt kriegt vielleicht andere Komponenten. Warum ist das so? Das sollen meine Kunden sollen das verstehen können, warum das so ist, damit sie mal auch reagieren können, wenn irgendwas ist oder so. Dass ein Verständnis dafür entsteht, wie so ein Hund verdaut und was der einfach wie der sich ernährt. Deswegen geht es für mich, geht Barfen für mich nicht ohne Futterplan vom Ernährungsberater, ne? Weil das finde ich super wichtig, weil A, ihr kennt euch damit viel, viel besser aus, dass das wirklich angepasst ist. B, wenn ich mal Schwierigkeiten habe, habe ich einen Ansprechpartner und der macht rucki-zucki, ne? Der weiß immer gleich, was los ist, passt an und dann läuft es wieder. Und C, bekomme ich dort einfach auch die Informationen, die ich brauche, um zu verstehen, was ich da eigentlich mache. Weil ich Genau. muss, das finde ich, ist immer so der Trugschluss. Ich muss fürs Barfen nicht übelst viel lesen und übelst viel wissen. Das ist Quatsch. Ich brauche einen guten Ernährungsberater und der wird mir das wissen, das, was ich brauche für meinen Hund. Weil ich muss ja nicht alles wissen über alle Hunde. Ja. Er wird mir das wissen, was ich für meinen Hund brauche. Das wird er mir geben. Ist wie beim Training mit einem Trainer. Ja? Ich kriege Genau. genau das ausgespuckt quasi aus diesem einarmigen Bandit und das ausgespuckt, was ich für meinen Hund brauche. Und das ist perfekt. Dann bin ich super gut gerüstet und gebe halt eben keine Kontrolle ab, sondern ich weiß einfach, was ich da tue. Ja, ich weiß einfach, was ich mache. Genau, ja. Dann lass uns doch jetzt mal eine Schublade aufmachen. Eine Schublade haben wir uns ja vorgenommen für heute und zwar drei Genau. Top-Tipps zur Gelenkfütterung, also um irgendwie die Gelenkfunktion von Hunden zu unterstützen, sei es vorsorglich oder tatsächlich auch, wenn die Schwierigkeiten haben, Arthrosen, Spondylose, Kreuzbandriss, was weiß ich. Gelenke haben ja, gibt ja CD, diverseste, HD, da gibt ja genau. diverseste Erkrankungen.
für Gelenke. Absolut. Und da so die drei heißesten Tipps. Ja. Jeden Fall beachten sollte, wenn man füttert. Kann man ja, glaube ich, sogar auch nutzen, wenn man nicht barft, aber in Bezug mit Barf ist es halt immer am einfachsten irgendwie. Genau. Ja, tatsächlich kann man die auch nutzen, wenn man nicht barft. Top-Tipp Nummer 1 wäre bei mir die Hagebutte, die gute alte Hagebutte. ja, das ist echt Geheimtipp, finde ich. Ich nutze die für die Hunde, ich nutze die für die Pferde, das kriegen meine Kühe, das nehme ich selber. Ja. Hagebutte ist einfach Monster-Antioxidant. Mm. Es ist einfach, also der Oberburner ist ja einfach, das kriegst du überall. Und du kriegst gute Qualität. Also da sollte man natürlich immer drauf achten, auf gute Qualität, aber bei Hagebutte ist es ist heutzutage total einfach, an Bio-Hagebutte-Pulver oder Geschrote zu kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Die kann ich geben zur Prophylaxe. Die kann ich geben, wenn es schon Gelenkschwierigkeiten oder Schwierigkeiten im Bewegungsapparat gibt. Die ist total unkompliziert. Das ist Vitamin C. Was macht die genau? Kannst du mal so 3, 4 Eigenschaften von der Hagebutte aufzählen, warum sie in Bezug auf Gelenke so super geil einfach ist? Also sie ist erstmal ein Antioxidant, das ist ja schon mal gut für den ganzen Körper im Grunde genommen, ein Radikalfänger. Dann hat sie Vitamin C, das unterstützt mir andere Stoffe, wo wir nachher noch drauf kommen. Ja. Dann ist sie entzündungshemmend. Genau. Und sie fördert auch die Durchblutung in den ganz kleinen Kapillargefäßen. Mhm. Und da ist gerade im Knorpel, ne? Ist das eine Schwierigkeit? Also sag ich mal, die Peripherie, ne, die Innenextremitäten, die Durchblutung, die wird schön gefördert und dadurch werden ja die Gelenke dann super ernährt, wenn da immer schön Transport sozusagen ist und da nicht irgendwas verstopft. Genau. Okay. Das ist die Hagebutte. Was ist denn der Top-Tipp? Der Top-Tipp Nummer 2. Der heißt Geheimtipp von dir. Ja, ob der so geheim ist, weiß ich nicht. Doch, das ist was, was auch jeder schon gehört hat. Das ist die Grünlippmuschel oder beziehungsweise das Grünlippmuschelextrakt. Kann ich auch super als Prophylaxe geben. Muss ich dann auch nicht volle Dosis, also wenn ich es prophylaktisch mache. Numa kriegt das zum Beispiel prophylaktisch, dass die bewegt sich ja hüpfend durchs Leben. Also die halbe Zeit, wenn wir unterwegs sind, springt der Hund. Und die springt ja auch sehr hoch, also die springt mir auf dem Arm, die springt wieder runter, die kann auf die Anrichte springen, die springt dann auch wieder runter, weil sie eigentlich ja nicht auf der Anrichte drauf sein soll. die springt auf Stühle, auf Bänke, auf Baumstümpfe, also ja, es ist eine Hüpfe. Mhm. Und das ist natürlich nicht immer, auf Dauer, ich sag mal jetzt aufs Hundeleben, sie ist ja noch jung, immer wenn sie so sehr hoch, von sehr weit oben runter springt, dann denke ich so, aua, die Gelenke. Und deswegen kriegt die Nummer unter anderem Hagebutte und Grünlippmuschel. Das kriegt sie kurweise. Also ich kaufe mir ein gutes Grünlippmuschelpräparat und dann fütter ich die Dose leer und dann lasse ich mal ein paar Monate ins Land gehen und dann irgendwann kriegt sie es halt nochmal. Also ich fütter das jetzt nicht durch, weil sie ja sie hat noch keine akuten Probleme. Aber die Grünlippmuschel, die ist einfach wichtig für alle Strukturen, Bänder, Sehnen, Knorpel. Ja, also die ist für den ganzen Bewegungsapparat, die nährt mir die Gelenke, die baut die Gelenksflüssigkeit auf. Mhm. Die wirkt auch dann, wenn es mal nötig ist, entzündungshemmend, hat auch Vitamin C, ein kleines bisschen. Und jetzt kommen wir zurück zur Hagebutte. Die Hagebutte pusht das Grünlippmuschelextrakt ein bisschen. Also wenn ich zusätzlich Vitamin C gebe, kann der Körper das Grünlippmuschelextrakt dann halt besser verarbeiten und dahin schaffen, wo es hin soll. Ja, genau. Cool. Deswegen ist die Kombo Hagebutte-Grünlippmuschel ist immer, das ist so der Top-Tipp überhaupt. Ja, also der die Klassiker, Kombo. Der irgendwie einfach bei jedem gelenkserkranken Hund sollte das einfach in der Fitness, glaube ich, mit drin sein, ne? Richtig. Absolut. Ich denke, auch durchgängig, ne? Also die haben ja tatsächlich alle irgendwelche Schwierigkeiten und die kriegen das durchgängig. Das ganze Jahr über Hagebutte, Grünlippmuschel und Kollagen ist bei uns noch. Das ist so die Dreier-Kombi quasi, genau. Die landet jeden Tag im Napf. Ja, genau. Kollagen kennen auch viele Leute, denke ich. Was ich noch ansprechen würde, gerne als Top-Tipp 3. Ja, der dritte Top-Tipp. Ja, wäre Chondroitin. Das kennen nicht immer alle Leute. Mhm. Klingt auch komisch. Ja, genau, klingt komisch. Ich kann es immer nicht aussprechen. Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten damit, muss ich sagen. Aber jetzt mittlerweile habe ich es so oft ausgesprochen. Ja. Genau.
Das ist halt super entzündungshemmend und das hemmt auch den Knorpelabbau, oder andersrum gesagt, es hilft, den Knorpel zu erhalten. Ja. Das ist ganz wichtig für die Bildung von Hyaluronsäure. Das ist auch sowas, was man immer wieder hört im Zusammenhang mit Gelenkserkrankungen. Man kann das ja auch zufüttern, Hyaluronsäure, aber dann, ne, wenn es noch nicht so schlimm ist, oder beziehungsweise mit Chondroitin liefere ich dem Körper das, was er braucht, um selber Hyaluronsäure zu bilden. Finde ich dann einfach schlauer teilweise. Das kann man auch als Dauergabe geben. Genau, und ein wichtiger oder ein bisschen witzig, man sollte ein bisschen darauf achten, aus was das gemacht ist, das Chondroitin. Ja, Weil und das jetzt wird. kommt was Ekliges, das hast du mir letztens schon erzählt. Genau, jetzt kommt das Eklige, was ich dir als Veganerin, das war gemein, ne? Also, ja, das wisst, ja, Aber es ich ist habe aber Veganes. wichtig. Es ist halt immer ein bisschen wichtig, wo das herkommt. Und das Chondroitin, das wird aus entweder aus Haifischknorpel gemacht oder aus Rinderluftröhre. So, und ich finde einfach, dass wenn es draufsteht oder man kann das recherchieren, irgendwo muss das eigentlich angegeben sein, dann sollte man auf Rinderluftröhre produziertes Chondroitin zurückgreifen, weil die Rinder werden ja nun mal geschlachtet und dann ist das noch irgendwie eine Verwertung, sage ich mal, von der Luftröhre, die möchte ja sonst keiner haben. Von daher finde ich, dass dann noch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt hat, dass dann. Den Haifischknorpel finde ich eben No-Go für mich. Ich versuche da echt drauf zu achten, weil die Haifische werden ja dann abgeschlachtet wegen ihrem Knorpel. Um einem Hund gefüttert zu werden, was hat ein Hai in einem Hund zu suchen? Ja, ne, so. Und die sind ja auch, also Haifische sind ja so die Müllschlucker ein bisschen von unseren Meeren. Wir brauchen die dort, wo sie eben leben, im Meer, um dort aufzuräumen. Und der Haifisch hat ja eh so ein bisschen ein Imageproblem. Sie sind aber auch oft schwer metallbelastet, einfach weil unsere Meere leider so verschmutzt sind. Und dann tue ich also meinem Hund noch nicht mal was Gutes, weil ich ja letzten Endes, ne, Schwermetalle sind schwierig, aus was wieder rauszukriegen. Und dann fütter ich dem was für die Gelenke und belaste aber den Organismus damit irgendwelchen Blei oder sowas. Genau, hau die Leber dafür raus, ne? So. Genau so. Und das möchte ich ja nicht. Also, wenn ich drauf achte, dann vielleicht, dass es vom Rind stammt, dann ist das noch nicht so toll, aber es ist besser als vom Haifisch. Ja, ich meine, der Rinder, Antibiotika, bla bla bla. Also irgendwie, es ist Genau. immer so die Wahl zwischen Pest und Cholera, so ein Bisschen schon, bisschen. ja, aber ich finde, Aber also der Hai, es ist gerade, also gering. der Haifisch ist echt wichtig für die Meere. Absolut. Also das aus der Rinderluftröhre ist für mich dann so das geringere Übel einfach, ne? Genau. Wenn ich das so abwägen muss. Nee, aber wo war denn das mit den Harnkämmen? Ich meinte gerade was anderes. Ja, du meintest die Harnkämme. Ja. Warte mal, was waren denn? Ach, das war die Ach Hyaluronsäure. so, die war das, Ja, ja. die, also können wir aber auch noch gern. Also, wie gesagt, mit Also quasi Chondroitin, der Bonustipp. der Bonustipp ist, ja, der wäre jetzt eher Glucosamin. Das ist So, nämlich. dann den Bonustipp 2. Lass uns erst den Bonustipp 1 noch schnell Okay, machen. Bonustipp 1. Wir Bonustipp sind heute 1 wäre, ja, gönnerhaft. wir sind heute gönnerhaft, genau. Wir hauen heute was raus. Ja. Wäre Glucosamin, weil das tatsächlich sozusagen eine Synergie bildet mit dem Chondroitin. Die ergänzen sich ganz wunderbar. Die gibt es auch ganz oft in Kombipräparaten. Also Chondroitin, Glucosamin, das kriegt man ganz oft zusammen. Weißt du, dass ich immer gedacht habe, das ist in der Grünlippmuschel drin? Glucosamine sind Ja. da auch tatsächlich. Ach gut, okay, jetzt sagte ich gerade schon, ich bin irgendwie doof. Nein. Also, oder habe mir einfach was falsch gemerkt, das war jetzt gerade. Aber sind Alles grüne gut. Muschel drin, ne? Ja, aber es gibt einfach, genau, und das Glucosamin wird nämlich zum Beispiel aus Krustentieren, aus der Schale Ah, ja. gewonnen. Also, ne, bist schon auf dem richtigen, ganz auf dem Ja. richtigen Pfad. Das war der Zusatztipp Nummer 1, also ne, Kombo Chondroitin, Glucosamin. Und jetzt haben wir noch die Hyaluronsäure raus, Genau. die man durchaus zusätzlich geben kann. Ja, die ist hauptsächlich wichtig für die Gelenkflüssigkeit und für den Gelenkknorpel. Und da gibt es halt die Variante, wieder Ausgangsmaterial wäre Hahnenkämme. Das ist nicht die nette Variante, weil es gibt nämlich mittlerweile eine biotechnisch fermentiert aus Hefen und die ist sogar wirksamer als die aus tierischem Material. Und das Präparat, was ich habe, ne, Ja? ist aus Hefe. Ich habe das in Erfahrung Super. gebracht. Ich habe ein Ja. Hefepräparat. Genau. Voll Das, gut.
Ich weiß noch, gell, habe ich dich geschockt mit dem. Oh ja, fand ich voll eklig. Und auch wieder aus Allergikergründen, ne? Weil mein Hund, der das bekommt, der kann, also der ist allergisch auf Huhn. Ja. Und da habe ich natürlich die Krise gekriegt, wo ich dann gedacht habe, ach du Scheiße, wenn das jetzt aus Huhn ist, ey, dann habe ich ein Problem. Genau. Aber es ist aus Hefe. Weil nämlich, wenn es aus Hahnkämm ist, die Proteine kann man nicht hundertprozentig abspalten bei der Gewinnung. Und das ist ja, ne, man sagt ja, die Proteine lösen die Allergie aus. Und da kannst, dann wundert man sich vielleicht, also das ist vielleicht auch noch nicht mehr heftig, aber dann fängt sich der gelenkkranke Hund, der Allergiker, gelenkkranke Hund vielleicht auf einmal an zu jucken. Ja. So, weil man dieses Hyaluronsäure gibt, dass es Hahnkämm ist. Und da drauf zu kommen, das ist schon echt Detektivarbeit. Und ich finde es halt alleine, weil es das andere aus den, das Fermentierte nicht mit Tierleid in Verbindung steht und auch noch wirksamer ist, spricht ja nichts dagegen, optimal, dann darauf zu achten. Also genau, da ist doch, da sind wir zufrieden, ne? Das ist die vegane Variante ist auch eindeutig die höherwertigere Variante. Voll super. Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Die drei Top-Tipps. Hagebutte, weil entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, Antioxidant, noch was? Vitamin C. Vitamin C. Dann hatten wir die Grünlippmuschel, weil Gelenksknorpel ernährend und Glucosaminglucane mit drin. Dann hatten wir als drittes das Chondroitin. Ja. Weil, das habe ich vergessen. Weil Knorpel, auch, also das verhindert den Knorpelabbau und ist auch stark entzündungshemmend. Entzündungshemmend und knorpelerhaltend. Und dann hatten wir Bonustipp 1, Glucosaminglucane, weil Knorpel nährend, richtig? Ja, und halt synergistisch sozusagen mit dem Chondroitin. Genau. Und Bonustipp Nummer 2, Hyaluron aus Hefe. Jawohl. Das ist die Ausgangsbasis für die Gelenkflüssigkeit einfach. Genau. Ja. Voll geil. Das sind die drei Top-Tipps mit Bonustipps, die, also ich weiß nicht, siehst du wahrscheinlich genauso, bei einem gelenkkranken Hund auf jeden Fall in den Napf gehören. Aber nicht, das muss ich unbedingt noch sagen, um diese Klammer aufzumachen. Es gibt noch viel, viel mehr, was man machen kann. Auf jeden Fall. Ja, Richtung, kannst du ja mal sagen, was gibt es denn noch einfach so in die welche Richtung? Ja, ach Gott, da gibt es noch ganz viel. Es gibt phytotherapeutische Ansätze, also mit Kräutern. Es gibt ganz wunderbare Vitalpilze. Das ist ja auch sowas, wo ich mich fortgebildet habe und seitdem bin ich ein Pilzfreak. Ja. Ich habe mich für Pilze nie interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen, schon in der Schule nicht. Ja, das ist, die nehmen ja so eine Sonderstellung ein. Die sind ja weder Tier- noch pflanzenreich. Und ich, als ich mit der Fortbildung angefangen habe, da kam so ein Flashback und ich wusste noch, in der Schule, als das dran war, fand ich Pilze total doof. Und dann jetzt aber hat es mich total mitgerissen. Das ist super spannend. Bei denen passt, also wie das so passt auch. Pilze, die für die Bewegungsapparat gut sind, sind auch zum Beispiel schmerzlindernd. Dann leberprotektiv. Also die bieten so ein Gesamtpaket an Wirkung. Geil. Also Vitalpilze ist echt, das ist ein gigantisches Feld. Kann ich jedem empfehlen, der wirklich einen Hund hat, der damit Probleme hat, da mal reinzuleuchten, sich einen Therapeuten zu suchen. Gibt es noch was ganz spannend über die Fütterung machen kann für die Gelenke? Also jetzt außer unsere drei Top-Tipps oder deine drei Top-Tipps und die Bonustipps, dann die Vitalpilze. Es gibt halt noch einen Haufen andere Zusatzstoffe. MSM könnte man noch nennen, das wirkt sehr schnell und hat ja auch eine riesige, also das ist ja auch sehr mit einem breiten Wirkspektrum. Ja. Und es ist vor allen Dingen sehr effektiv in der Entzündungslinderung und vor allen Dingen in der Schmerzlinderung. Ich betreibe eine Kampfkunst. Da sind geknickte Gelenke, sind so die Standardverletzungen, so Kapselrisse und sowas, es kommt halt einfach mal vor. Und mir hat irgendwann jemand mal den Tipp gegeben, nimm MSN, wenn du so einen Kapselriss oder so hast, gegen die Schmerzen. Und das habe ich ausprobiert und das wirkt echt krass gut. Cool. Also MSN, mir siehst du, das könnte ich eigentlich auch mal verfüttern. Steht so blöd. Es schmeckt halt
schlecht. Also die, ja, der Hero. Ich mache das immer in Ziegenmilch rein, dann geht das alles. Genau. Wir haben ja selber auch einen gelenkkranken Hund, unser Hero. Mhm. Und der, dem ging es jetzt nicht so gut und der hat dann jetzt auch MSM bekommen und der hat er erstmal versucht auszusortieren. Okay. Wir haben jetzt aber natürlich, also ich meine, in der Frischfütterung gibt es ja so leckere Sachen, wo man so eine Tablettchen verstecken kann. Ja. Ich habe es als Pulver. War jetzt kein Problem. Ja, wir haben es jetzt als Presslinge und ich denke, ich nehme es das nächste Mal als Pulver. Mm. Ein Kombipräparat mit Chondroitin und Glucosamin noch und eben MSM. Ein richtiger Gelenkbooster. Und, genau. Aber leider ist es halt, also es sind Presslinge, damit man nicht so wahnsinnig viel Pulver im Napf hat. Mm. Und die hat er am Anfang ziemlich elegant aussortiert, aber jetzt haben wir einen guten Trick, wie wir das in unseren Hero reinbekommen. Und seitdem, es wirkt halt relativ schnell innerhalb von ein paar Tagen. Cool. Und das merkt man auch bei ihm jetzt gleich. Cool. Wie besser geht. Ja, das ist noch, aber also es gibt halt relativ viele Zusatzmittel, die bei Gelenkserkrankungen muss man, aber da ist dann der Ernährungsberater, es ist individuell, man muss schauen, was hat der Hund, wie reagiert der Körper auf die Erkrankung und dann kann man die passenden Mittel raussuchen. Mhm. Was mir noch einfällt zur Prävention, wäre vielleicht das Gewicht des Hundes einfach mal im Auge zu behalten. Auch das lässt sich ja über den Futterplan so super schön regulieren. Genau, ne? Genau. bei Übergewicht, da ist ja prinzipiell nicht so toll. Und bei einem gelenkskranken Hund ist es ja erstmal offensichtlich. Mhm. Der muss also mit einem kranken Gelenk auch noch mehr Gewicht tragen. Übergewicht ist aber auch ein systemischer Entzündungszustand im Körper. Und das ist natürlich... überschüssiges Fettgewebe produziert so entzündungsfördernde Zytokine, nennen die sich. Mhm. So, und jetzt habe ich ja schon eine Entzündung im Hund und auch noch dieses überschüssige Fettgewebe und dann kriege ich den Entzündungsprozess nicht richtig in den Griff. Ja. Deswegen ist Abspecken dann immer eine tolle Maßnahme, weil ich nämlich dann einfach Entzündungsherde da schon mal raushole aus dem Hund, die mir das immer weiter antreiben sonst. Mhm. Mal abgesehen von dem ganz offensichtlichen, dass der Hund einfach auch zu viel Gewicht auf einem kranken Gelenk dann tragen musste. Genau, also auf Gewicht achten ist bei einem gelenkskranken Hund auch immer wichtig und sinnvoll. Absolut. Okay, cool. Da waren, glaube ich, jetzt mega krass viele Tipps, Bonustipps und Superbonustipps dabei. Und der Gang zum, also das jetzt echt völlig uneigennützig. Meine ganz persönliche Erfahrung, der Gang zum Ernährungsberater ist immer sinnvoll, wenn es um sowas geht, weil es einfach, der eine Hund verträgt das, der andere das, dem einen hilft das, dem anderen hilft das besser und so. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man da so machen kann. Ne? Ja. Und hier ist ja irgendwie nicht 20.000 Pulver, ne? Wie du am Anfang ja so schön gesagt hast, 20.000 Pulver da reinzustopfen, sondern das so wenig wie möglich und so viel wie nötig, um den Hund optimal zu unterstützen einfach. Super. Genau. Und Ernährung ist dann riesige Stellschraube, wenn es um Gelenke geht, ja. Krass. Also auch, ne, wenn man jetzt richtig krass ausschweifen, noch mit Milchprodukten und blablabla, bla bla, was alles so entzündungsfördernd ist. Ne? Das ist echt krass. Geil. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Bevor wir uns verabschieden, habe ich eine Frage an dich, die ich manchmal vergesse in den Interviews leider. Ich muss mich da irgendwie besser sammeln. Und zwar wüsste ich gern von dir, wofür du der Numa dankbar bist. Wenn du ihr nur für eine Sache danken darfst, für welche wäre das jetzt heute aktuell? Jetzt heute aktuell, bin ich denn nun mal dankbar, nicht wäre. Ich bin ihr dankbar, wenn ich denn nur diese eine Sache hätte. So, da kommen wir hin. Einfach dafür, dass die Numa hat mich dazu gebracht, nicht aufzugeben, nach hundefreundlichem Training zu suchen. Weil sie das super deutlich gezeigt hat, wenn ihr was unheimlich oder wenn ihr was in einem Trainingssystem, sage ich jetzt mal, nicht passt. Und das hat mich immer angetrieben und immer weiter angetrieben, nach einem tollen, hundefreundlichen Training zu suchen. Und wir haben es ja auch gefunden. Und wir sind so glücklich jetzt damit und so zusammengewachsen. Und das hätte ich einfach wahrscheinlich nicht gemacht, wenn die Numa da nicht so klar gewesen wäre und mich da so angetrieben hätte. Ja, und sich so geweigert hätte wahrscheinlich, ne? Einfach ja, und, so. Und ja, da bin ich einfach dankbar, weil da hat das ist eine ganze Welt, die sich da für uns eröffnet hat. Ja. Ja. Schön. Inklusive Ernährungswelt. Inklusive Ernährungswelt, ja. Genau. Ja. Voll geil. Schön. Barbara, ich danke dir vielmals. Es ist jetzt für all die Zuhörer 21.30 Uhr. Wir haben uns jetzt so später Stunden Zeit genommen und dafür bin ich echt wirklich sehr, sehr dankbar.
Ich wünsche dir dann jetzt einfach einen wunderschönen restlichen Abend und wir sehen und hören uns ja sicherlich bald wieder. Ja, ganz bestimmt. Vielen Bis Dank. Bald. Bis bald. Ach, war das schön. Das war der perfekte Tagesausklang mit diesem Interview. Also für mich, weil wir haben es ja sehr spät aufgenommen. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass du einiges für dich mitnehmen konntest oder aus der Folge einige Ernährungstipps mitnehmen konntest. Und ich möchte dir einfach nur noch mal ans Herz legen, dort wirklich auf die Fütterung deines Hundes zu achten und zu gucken, was du ihm gibst, um ihn nicht nur zu erhalten, sondern ihn wirklich zu ernähren. Ich packe mal Barbaras Kontaktdaten unten in die Shownotes mit rein. Dann kannst du, wenn du einen Ernährungsberater suchen solltest, dich einfach an Barbara wenden. Die ist dort super kompetent. Und genau, dann wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen restlichen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir auf Facebook oder Instagram deine Gedanken zu der Folge teilst unter dem Post zu der aktuellen Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und hoffe, wir hören uns hier bald wieder.